Rolle, schnell weiter geht's. Ich hab mitten im Bosskampf pausiert und die Folge war das letzte Mal beendet. Ich weiß, ich bin gemein. Ein Cliffhanger hoch 10. Aber es geht jetzt weiter. Und zwar genau an dieser Stelle. Wir haben gerade aufs Maul bekommen. Wir versuchen es jetzt aber nochmal und kriegen direkt Schaden. Ja, und nochmal schön. Na, das gibt's doch jetzt hier nicht. Bin ich jetzt schon aus dem Rhythmus raus? Eins, zwei. Wie, das war nicht geblockt. Also manchmal, ne, stelle ich mir aber echt die Frage, ob das so passt. Ja, jetzt kommt die Ekelphase. Oh, Leute. Das sieht schon scheiße aus. Das sieht richtig scheiße aus. Und es wird immer beschissener. Und jetzt geht er nochmal in die Split-Phase. Ja, ich fürchte, dass das nichts wird. Ja, und da sind wir tot. Scheiße. Und es geht mir auf den Sack. Und er hat umsonst die 2 Tage gewartet auf die nächste Folge. Ich bin verreckt. Nichtsdestotrotz fangen wir direkt wieder von vorne an. Bei dem Boss. Es ist schon so ein bisschen eklig, dass man... Ah, wirklich. Man hat ihn so weit und dann... Ach, Mann. Vielleicht hätten wir es konnt dann doch nicht ganz so oft versuchen sollen, wenn man es nicht kann, ne? Also davon bin ich mir im Klaren, dass ich dieses Kontern nicht so besonders gut kann. Das weiß ich sehr wohl. Ich bin eher der Ausweichtyp als der Pariertyp. Shit, da wurde ich trotzdem noch getroffen. Das ist doof. Ja, voll rein. Sehr schön. Alles noch kein Problem. Langsam wird's aber eins. Oder auch nicht. Der letzte hat gesessen. 2. Phase. Ja, da kassieren wir leider einen Schuss nach dem anderen. Was ist denn das gerade für so ein schwammiges Bild? Ja, das läuft hervorragend. Ich bin angepisst. Das läuft nämlich richtig scheiße. Oh, ey, wirklich. Es klappt so oft und dann in diesen Situationen haut er dann wirklich dann noch diesen Charge raus. Und dann kriege ich auch das Parieren nicht hin und... Das war unsere erste Lebensleiste, die wir vielleicht noch wieder kriegen können. Wäre schön. Es klappt auch nicht so gut wie gerade, muss ich ja ehrlich sagen, das mit denen einfach drauf. Das war haarscharf.
Und da schon wieder. Es ist zum Kotzen. Es ist... Die Attacke ist noch nicht mal beendet und er haut die nächste rein. Das ist doch widerlich. Ja, da stand er doof gegen die Wand. Ja, cool. Man kann ihn da einfach gar nicht treffen. Das ist doch gerade verdammt schlimm. Da haben wir einen Hauch, wirklich einen Hauch Leben wiederbekommen. Und direkt wieder verloren. Ja, wie lange er seine Attacke verzögert. Das ist doch einfach zum Kotzen. Wirklich. Und da ist die zweite Leiste weg. Und es tut mir echt leid. Boah, dieses Schwammige am Anfang. Was ist denn das? Es liegt nicht an eurem Bildschirm. Es liegt nicht am Video. Ich sehe das auch. Das ist einfach so im Bosskampf. Und diese grüne Pumpe hier durch die Gegend fliegt. Natürlich nicht treffen, Freunde. Natürlich nicht treffen. Ja, wie das einfach nicht trifft. Alles klar. Ja. Komm schon, das kann doch echt nicht wahr sein. Okay, da haben wir einfach nur Schaden bekommen. Er war komplett immun, läuft. Aber wenn man eine Millisekunde länger wartet, dann wird man schon von seiner nächsten Attacke getroffen. Das ist echt sehr, sehr unfair. Muss ich ja mal gestehen. So, da haben wir schon mal eine Nahkampfphase, was wahrscheinlich nichts bringt, weil wir noch 2 Lebenspunkte haben. Und dann sind wir tot. Okay, wir haben es geschafft. Nett. Beklage ich mich jetzt nicht. Akzeptiere ich einfach so, wie es ist. Und verkacke auch diese Phase komplett. Ach, Mann. Da hätte ich ihn echt gut treffen können. Ja, geil. Das war ja auch wieder eine Meisterleistung. Dein fucking Ernst, Mate. Das läuft schon sehr scheiße. Da hat er uns auch. Und wir kriegen es abgewehrt. Gott sei Dank. Aber das leider nicht.
das leider nicht. Also das gibt's doch nicht. Das ist so eine einfache Phase einfach und ich verkacke sie total. Es ist nicht wahr. Da krieg ich doch sogar gecountert. Zwar nicht perfekt, aber Counter ist Counter. Ach Mann. Ich ärgere mich manchmal sowas von. So zum Beispiel ärgere ich mich selbst. Das ist doch nicht mein fucking Ernst. Es ist, ja, schreit den Bildschirm an. Ich hab's verdient. Schreit ihn an. Ich höre es zwar nicht. Ja, ich meine es ernst. Oh, das gibt. Leute, das probieren wir nochmal komplett neu. Das wird so nix. Das war, glaube ich, die beschissenste Runde ever. Ich glaube, schlechter kann man diesen Boss nicht machen. Ich schäme mich gerade sehr dafür, dass das in dem Video hier drin ist. Na, also... Nicht nur ihr könnt meckern, ich mecker auch über mich selbst. Das war nämlich echt eine traurige Vorstellung gerade. Egal, abhaken, weitermachen. Das geht besser. Ja, ich dachte, die erste Runde schaffe ich jetzt diesmal ohne getroffen zu werden, aber leider auch nicht das. Es gibt es doch nicht. Egal, wir haben trotzdem besiegt. Ah, das heißt besiegt, also die erste Phase besiegt. Wenn man das denn so ausdrücken möchte. Ah, und da werde ich trotzdem noch getroffen von der Scheiße. Ich glaube, es ist gerade 180 Grad hier in meinem Planaufnahmeräumchen. Denn es ist sowieso draußen schon so warm und ich schwitze sowieso nochmal von der Anspannung. Ja, ich sollte aufhören zu reden, wirklich. Ich glaube, wenn ich rede, dann konzentriere ich mich nicht genug. Ich weiß es nicht. Also, nochmal kurz Klappe halten, dass wir hier mal weiterkommen. Und dann haben wir noch ein bisschen Leben wieder dazu gewonnen. Die wir wahrscheinlich auch dringend brauchen jetzt. Ja, es reicht noch nicht ganz. Das reicht aber. Phase 3, Freunde. Phase 3 sind wir jetzt wieder. Zweite Phase auch abgehakt. Die, wo wir gerade so schmächlich versagt haben, die eigentlich so leicht ist. Dass man schon schreien möchte, was zum Teufel hast du da getan, Mann?
Ich block immer ein bisschen zu früh. Zack, zack, zack. Bam, bam, bam. Dann haben wir mal vernünftig gekontert. Und da auch, da haben wir wieder volles Leben. Das ist doch nett. Uah. Ja, da war wieder der Nasenkratzer im Weg. Der hatte mir das versaut. Aber jetzt schicken wir ihn in die Nahkampfphase. Ah. Dann haben wir den Fuck hier. Wir haben ihn geschafft. Ich weiß zwar, wie gesagt, immer noch nicht genau, wie ich das jetzt immer schaffe. Aber ich schaffe es. Ah, ich habe ihn auch getroffen, aber er mich auch. Oh, wirklich? Wirklich? Dein fucking... Oh, Gott sei Dank. So, jetzt. Vierte Phase, da wo wir das letzte Mal abgeschissen sind. Die Sternchenschussphase. Ja, ich habe zwar gekontert und Leben wiederbekommen, ne? Aber er bricht seine Scheiße da nicht ab. Weil es kein Perfect-Konter war anscheinend. Boah, wie weit geht denn seine Attacke? Das gibt's doch nicht. Okay, konzentrieren wir uns doch nicht so viel auf Konter. Vorsichtig. So. Dann haben wir kurz mal Zeit, hier die Starke reinzukloppen. Erfolgreich. Okay, okay, okay. Nahkampfphase, Freunde, Nahkampfphase. Oh, bisschen Leben wenigstens, ganz, ganz bisschen und ihn gut reingekloppt. Und können wir uns mal kurz aufladen. Und ihn ordentlich zusetzen, Freunde. Verdammte Hacke. Okay, okay. Aber trotzdem, getroffen, noch kein Lebensbalken verloren, wirklich. Erst in der fünften Phase mittlerweile, noch zwei Balken. Okay. Es wird Zeit, die Knarre rauszuholen. Das sieht mir nämlich einen gehörigen Fall dafür aus. Die Klappe. Was habe ich dir denn angetan, hä? Weißt du selbst nicht. Ja, okay. Boah, dieses Schwummrige, das ist echt störend. Da haben wir ihn noch. Huh! Pack! Okay. Ich glaube, die kleinen Schüsse kommen eher durch als die großen. Verteilt er sich wieder.
Okay. Ja, das war jetzt doof. Nein! Da trifft der Hit auch noch. Shit. Okay, bis dahin war es nicht schlecht. Bis dahin war es nicht schlecht. Da war ich etwas zu voreilig. Mit meiner Special, die noch rauszukloppen. Oh, und da kriege ich die hier noch nicht mal durch. Na, wie gesagt, die kleinen Schüsse kommen eher durch. Also versuchen wir es mit den kleinen Schüssen in dieser Phase. Immer schön Abstand halten. Ja, schön an ihm geschossen. Wie ich da keinen Treffer landen kann, weiß ich auch nicht. Konzentriert bleiben. Okay, einfach zweimal gleichzeitig. Wäre ich gerade nicht zu voreilig gewesen, hätte ich das eigentlich relativ sicher gehabt. Das ärgert mich so ein bisschen, weil jetzt läuft es doch deutlich schlechter. Ja, jetzt hätte ich es anbringen können. Verdammte Scheiße. Wow. Okay. Okay, Nahkampfphase. Ja, das war die Nahkampfphase. So schnell kann es wieder zu Ende sein. Ach, Leute. Leute, wir sind eigentlich schon wieder fast bei der Zeit, ey. Aber diesmal lasse ich auch nicht so hängen. Er hat noch zwei Balken, ich habe noch einen Balken. Deswegen, wir versuchen es jetzt noch. Sagen wir mal, wenn wir sterben, hören wir eh auf. Dann ist die Folge zu Ende. Aber wenn wir ihn, den Balken noch schaffen abzuziehen, dann ist sie ebenfalls zu Ende, aber dann bin ich relativ zuversichtlich. Dass wir das gut schaffen könnten. Ah. Nein, no. Ja. Ich sollte nicht zu vorlaut sein. Okay, komm schon. Mach dein komisches Ding. Ja. Ja, fuck. Das war jetzt richtig dämlich. Das gibt es wirklich nicht. Verdammt, es tut mir so leid, dass diese Folge wieder so endet. Aber wir sind weit gekommen. Er hatte noch zwei Balken. Zwei Balken hatte er noch.
Und es ärgert mich. Ah, verdammte Kacke. Und wir waren schon in der Endphase von dem vorletzten Balken im Prinzip. Und dann wäre diese Bullet Hell Phase gekommen, dann hätten wir es geschafft. Wir sind leider wieder in der Zeit. Ich würde es gerne nochmal probieren. Leider werde ich das, das kann ich euch verraten, werde ich heute wahrscheinlich auch noch nicht mal mehr schaffen. Denn nach dieser Aufnahme ist auch erstmal für dieses Spiel für heute erstmal wieder vorbei für mich. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich hoffe, es war nicht zu schlimm zum Anschauen. Ja, man muss die Bosse halt ein bisschen lernen. Man weiß halt echt nicht, was auf einen zukommt. Jeder Boss ist wirklich echt unterschiedlich. Obwohl diese Mechaniken halt immer relativ dieselben bleiben mit Kontern, Angriff, hier gucken, dann machen sie die Kombos, dann schießen sie. Aber es sind wirklich, man muss sie lernen und es ist wirklich Learning by Dying. Deswegen, es soll keine Ausreden sein oder sonst was. Es tut mir wirklich leid. Aber vielen Dank fürs Zusehen. Ich bedanke mich hiermit und dann bis zum nächsten Mal bei Fury. Tschüss.